Auf dem richtigen Weg. Im Psalm 32, Vers 8 lesen wir Folgendes. Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, mein Auge ist über dir. Ist es ihnen nicht auch schon so ergangen, sie sind unterwegs, fahren nach einem Ziel, das sie besuchen möchten, ein Ort, viele Erzählungen. Manches haben sie auch schon darüber gelesen und gehört. Sie freuen sich auf eine schöne Zeit. Eine Zeit der Erholung, guter Gespräche, der Gemeinschaft. Doch der Weg dorthin fahren sie das erste Mal. Sie sind schon eine Weile unterwegs, haben mit dem Schlaf vielleicht zu kämpfen, sind müde. Die Nacht bricht herein und sogar Nebel zieht auf. Wenn sie mit dem Herrn Jesus unterwegs sind, kann ihnen Ähnliches passieren. Sie kennen zwar den Ort, wo es hingeht. Sie haben von ihm schon viel gehört. Sie wissen um das Ziel, obwohl sie waren noch nie dort. Vielleicht haben sie auch schon von anderen gehört. Sie haben darüber erzählt. Und die, die gegangen sind, sind nicht zurückgekehrt. Mit einer Ausnahme. Jesus, er war dort. Er kennt den Weg. Er sagt uns im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 6 folgendes. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Der Himmel ist unser Ziel. Die Herrlichkeit, unsere Hoffnung und die Ewigkeit, unsere Endstation. Nicht eine Endstation als Sackgasse, nein, eine Endstation, von der Jesus sagt im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 2 bis 3. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Dorthin sind wir unterwegs. Nach diesem Ziel geht unsere Reise. Das ist unsere finale Destination. Die Bibel sagt uns, im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 9. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Was für eine Hoffnung und Zuversicht. Trotzdem, keiner von uns ist diese Strecke schon einmal gegangen. Wir alle gehen unseren Lebensweg das erste und auch das einzige Mal. Niemand von uns weiß, was morgen sein wird. Ob da vielleicht Gefahren lauern, Nebel, eine abschüssige Strecke, Steinschlag oder vielleicht sogar ein Falschfahrer. Diese Bedenken sind berechtigt und entspringen dem realen Leben. Es ist so. Jesus sagt uns nicht, was morgen sein wird. Er sagt uns auch nicht, welche Gefahren auf uns zukommen werden. Er sagt jedoch, ich habe den Plan. Ich kenne die Strecke. Ich weiß, wo es lang geht. Ich bin mit dem Weg bestens vertraut. Gott sagt uns in Jeremia Kapitel 29, Vers 11 über die Wegstrecke folgendes. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Was für eine Verheißung. Wenn uns Jesus verschweigt, was morgen sein könnte, wenn er uns verschweigt, was in einer Woche sein wird oder in einem Jahr, hat es nicht mit bösen Absichten zu tun. Nein, er will uns in seiner Liebe vor unnötigen Sorgen und Ängsten bewahren. Und gleichzeitig fragt Jesus uns auch damit, vertraust du mir? Glaubst du, dass ich alles im Griff habe? Dass ich keinen Fehler mache, dass ich nur aus Liebe handle und ich gerade darum diesen Weg führe, weil er der Beste für dich ist. Jesus lädt uns ein, all unsere Sorgen, Ängste, Nöte ihm zu sagen, so wie ein schwerer Rucksack, diesen bei ihm abzulegen. Er will für uns sorgen. Er kennt den Weg. Er weiß um die Wegstrecke, die noch vor uns liegt. Er kennt die Schwierigkeiten, die auf uns warten. Bildlich gesprochen, er kennt die Staus, die Umwege
und auch die Unfälle. Wie sagt unser Bibelvers, den wir am Anfang gelesen haben, im Psalm 32, Vers 8? Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, mein Auge ist über dir. Die eigentliche Frage, die sich auf unserer Reise mit Jesus doch stellt, ist doch die folgende. Bin ich mit Jesus verbunden? Habe ich Augenkontakt? Kann mich Jesus täglich leiten durch sein Wort, die Bibel, durch die stille Zeit mit ihm, durch das Gebet? Gottes Wort sagt uns, dass Jesus immer da ist, dass er uns nie verlässt, dass seine Treue über uns steht, dass er seinen Engeln befohlen hat, über uns zu wachen. Jesus sagt uns im Matthäusevangelium Kapitel 28, Vers 20 folgendes. Sagt uns der Herr Jesus, geh nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist unsere Wegstrecke. Und dann heißt es hier, und lehrt sie alles, bewahren, was ich euch geboten habe, und dann, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und an einer anderen Stelle, da lesen wir im Psalm 139, Vers 5. Von hinten und von vorne hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Sind unsere Augen ganz auf Jesus gerichtet? Ich habe erlebt, wie ein Autofahrer bei einem Schneetreiben von der Straße abkam und auf offenem Feld direkt in einen Baum hineinfuhr. Es war der einzige Baum weit und breit. Er hatte zwar versucht, diesem auszuweichen, doch weil er sich so krampfhaft auf diesen einen Baum fixierte, fuhr er direkt in den hinein. Auf wen richten wir unsere Blicke? Der Einzige, der den Weg kennt, ist Jesus. Der Einzige, der um die drohende Gefahren weiß, ist unser Herr. Der Einzige, der uns sicher nach Hause bringt, ist Jesus Christus. Und darum schauen wir doch weg von den Dingen dieser Welt, von den Gefahren, die uns drohen. Schauen wir auf ihn, auf Jesus. Schauen wir auf ihn, richten wir unsere Blicke auf ihn. Halten wir Jesus mit ihm Augenkontakt. Und wer das tut, wird seinen Weg sicher gehen. Wird getrost auch in Nöten dieser Welt sein und er wird geborgen sein an den Händen seines Heilandes und Erlösers. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie in dieser nicht einfachen Zeit einfach den Augenkontakt mit Jesus Christus haben dürfen. Und das jeden Tag aufs Neue, von morgens, mittags bis am Abend. Wir freuen uns auf einen Daumen nach oben. Und es wäre auch schön, wenn Sie sich auch mal melden, vielleicht einen Kommentar reinschreiben. Vielen herzlichen Dank für Ihr Feedback.